Eine der erfolgreichsten Südtiroler Skifahrerinnen aller Zeiten, die Kastelrutterin Denise Carbon, hat sich am Sonntag, 16. März 2014, offiziell vom Skizirkus verabschiedet. Und der Abgang, wie sollte es auch anders sein, war etwas ganz Besonderes. Bei ihrem letzten Weltcuprennen, den 154. fuhr sie statt mit dem Rennanzug mit der Tracht und einem Korb voller hausgemachten Krapfen ins Ziel. Es war eine sehr emotionale Abfahrt, wo man klar erkennen konnte, dass sie eine der beliebtesten Athletinnen im Skizirkus war. Nach 15 Jahren im Weltcup hört die 33-jährige Kastelrutterin auf. Sie kann auf eine außerordentliche Karriere zurückblicken und wäre sie nicht so oft verletzt gewesen, hätte sie wahrscheinlich noch mehr gewonnen. Denise Carbon schaffte es im Weltcup 16 Mal aufs Podest, gewann 6 Riesentorläufe, wurde 4-mal Zweite und 6-mal Dritte. Ihren ersten Sieg feierte sie vor 11 Jahren am 13. Dezember 2003 in Südtirol, als sie den Riesenslalom auf der Gran Risa in Alta Badia für sich entschied. Ihre beste Saison hatte sie im Winter 2007-2008, wo sie 5 der 7 Weltcuprennen gewann. Im Oktober 2007 feierte sie in Sölden nach einer langen Verletzungspause ein erfolgreiches Comeback. Und die 4 folgenden Riesenslalom im kanadischen Panorama, in Linz im tschechischen Spindlermühle und in Ofterschwang konnte sie auch für sich entscheiden. Nach 5 Saisonsiegen stand Carbon als Siegerin des Riesenslalom-Weltcups fest. Die kleine Kristallkugel wurde ihr dann beim Weltcup-Finale in Bormio überreicht. Denise Carbon hat auch 2 Weltmeisterschaftsmedaillen in ihrer Trophäensammlung. 2003 gewann sie in St. Moritz hinter Anja Persson Silber im Riesentorlauf. 4 Jahre später holte sie in Aare hinter Nicole Hosp und Maria Pietile Holmer nach einer unglaublichen Aufholjagd Bronze. Nach dem ersten Lauf lag die Kastelrutterin nur auf Rang 12. Carbon wurde bei Weltmeisterschaften auch 3-mal Vierte. Jedes Mal verpasste sie knapp Bronze. 2009 in Val d'Isère fehlte im Slalom eine einzige Hundertstelsekunde und im Riesentorlauf 13 Hundertstel. 2 Jahre später in Garmisch lag sie 26 Hundertstel hinter der drittplatzierten Tessa Worley. Nur bei Olympia lief es für Carbon, die außerdem 1999 Junioren-Weltmeisterin wurde, nicht nach Wunsch. 4-mal war sie dabei, von Salt Lake City 2002 bis Sochi 2014, aber nie reichte es für einen Platz unter den besten 10. Carbon war aber nicht nur erfolgreich, sondern auch äußerst beliebt. 3-mal wurde sie zur Sportlerin des Jahres gewählt, 2003, 2006 und 2008 und insgesamt 10-mal schaffte sie es unter die besten 6.